So, die Fahrer positionieren sich gegenüber von ihren Bikes. Unser Bernhard gibt das Startzeichen. Unsere Celine, unser Flankengirl, hat jetzt gerade Pause. So, schnell aufs Bike anlassen und los geht's. Thilo als Erster im Flug. Platz Nummer 1 jetzt. Yes. Platz Nummer 2, Platz 3.
Motoren und so, oh, da verbremst er sich ein bisschen zu weit raus, aber was macht Piet? Der war ohne mit der Finale kommt von der Zikade. Harley Davidson Nummer 1, Platz Nummer 2, mit dem Platz Nummer 3, BMW, ganz, ganz dicht aneinander. Jetzt kommen wir wieder zu 180 Grad Regenkurve. Drei Runden gilt es noch zu überstehen. Piet, Platz Nummer 2, fertig. Kurve sehr weit. Platz Nummer 3, Baby. Oh, im Drift in der Kurve, da verbremst er sich. Fährt sehr weit außen. Die anderen zwei lassen sich natürlich nicht die Kurve auf den Boden nehmen. Und Platz Nummer 1, Piet. Platz Nummer 1, Tilo. Platz Nummer 2, immer noch Piet. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 Luca, Platz Nummer 1 für Tino und Luca, Platz Nummer 1 BMW Luca, Platz Nummer 1 jetzt für den Tino Indien. Doch auf Platz Nummer 1 BMW und der Lokalmatador fährt die Kurve ein. Jeder war schon mal auf der Führungsposition. Es geht weiter. Tilo fährt außen. Luca überholt. Versucht zu überholen. Hat die Power. Hat die Power. Platz Nummer 1 BMW. Und unser Piet fährt jetzt Kampflinie. Jetzt sagt er, jetzt reicht's. Fährt ganz innen. Und es gibt ein hartes Rennen. Wieder Tilo Nummer 1. Wow, ist das ein Rennen. Wieder die Kurve, die nach außen dreht. Aber BMW Platz Nummer 1, Luca. Platz Nummer 3, Harley Davidson. Und bei dieser Kurve, trägt die Fahrer nach außen. Indien und Nummer 3 Harley Davidson. So, letzte Finalrunde. Tilo kommt wieder in die Kurve im Drift. Verlässt die Kurve und ein hartes Kopfrennen. Aber unser Tilo bis jetzt war er Nummer 1. Oh Gott, das wird spannend. Beide auf BMW, gleich auf mit Harley Davidson schaut von hinten im Ganzen noch zu. Kommt jetzt näher. Das spannend. Unser Luca geht in die Schikane als Erster. Jetzt kommt diese Kurve, die ihn immer nach außen dreht. Tilo überholt. Indien Nummer 1. Das gibt es nicht, meine lieben Zuschauer. Auf geht's hoch die Hände. Geht unser Tilo wieder. Und jetzt bin ich gespannt, fährt er die Kurve innen oder außen? Wird es einen Showdown? Jawohl, es ist so, BMW enge Kurve und was wird? Ich glaube, Indien hat ganz knapp mit einer halben Motorradlänge das Rennen für sich entscheiden können. Tilo Günther, Platz Nummer 1 auf der Indien, gefolgt vom Lokalmatador, dem Luca, auf der BMW, Platz Nummer 2. Und einen wahnsinnigen Applaus für unseren Piet, der mit diesem Bike alle anderen wirklich ganz schön ärgern konnte. Und teilweise